Hi liebe Leute und willkommen zu dem Video. Ich plane ein Nintendo 3DS Projekt, für das es euren Mii-Code braucht und in diesem kleinen Video möchte ich euch erklären, wie ihr mir euren Mii-QR-Code zustecken könnt und primär erstmal, wie ihr überhaupt in eurem Mii-Code drankommt. Beim 3DS geht ihr dafür in den Mii-Maker von eurem Nintendo 3DS rein, da ist eine richtig heimische Musik. Und geht dann auf QR-Code und Bilder. Und dann geht ihr auf QR-Code, also Mii als QR-Code speichern. Dann nehmt ihr das Mii, was ihr haben wollt. Zum Beispiel in dem Fall ihr David, geht auf OK. Dann wird ein QR-Code erstellt. Und das ist dieser Code hier. Und der wurde auf der SD-Card gespeichert. So, dann drückt ihr OK. Nein. Pardon, das ist jetzt ein zweiten, das ist dumm, ihr geht auf Abpressen. Oder B einfach. Abpressen, genau, dann habt ihr eben eures Mii erstellt. Dann geht ihr, schließt ihr die in die Mii Maker App und geht in die Kamera. Und jetzt seht ihr gleich hier meinen tollen. Ja. Seht ihr hier gerade meine tolle, aber tollen Schreibtisch seht ihr dann. Bombenqualität, aber ihr geht dann auf Fotos und Videos tatsächlich. Und hier habt ihr dann euren Mii-Code. Diesen tut ihr dann mit eurem Handy abfotografieren und schickt mir diesen Code per PN. Entweder WhatsApp oder Discord PN oder Instagram PN oder Twitter PN. Einfach per PN-Nachricht auf Discord, Instagram, Twitter, whatever. Schickt sie mir diesen Code und schreibt mir dann kurz eure Nachricht, dass ihr mir den geschickt habt. Am besten wäre WhatsApp. Weil das Haus am ehesten nach. Und dann bitte unter das Video in die Kommentare schreiben, wie ihr mir den Code geschickt habt. Also ob ihr mir über WhatsApp, Twitter oder sonst was geschickt habt, damit ich euch dann auch zuordnen kann. Also diesen Code, wenn ihr vom 3DS generiert habt, einfach abfotografieren und mir per PN auf WhatsApp, Discord, Twitter, Instagram schicken und kurz in die Live-Kommentare, in die Kommentare von unter den YouTube-Videos schreiben, dass ihr mir den geschickt habt. So. Das ist der Weg, wie ihr das über ein 3DS macht, aber es gibt natürlich nicht nur ein 3DS, sondern auch noch eine schöne View. Und da erkläre ich jetzt auch noch, wie das Ganze funktioniert. So, dafür sind wir hier auf der schönen, kleinen, aber feinen View. Und dazu geht ihr da auch in den Mii Maker rein. Sowas gibt es ja dann ja auch noch auf der View. Und dann öffnet sich der Mii Maker. Und dann geht ihr auf eurem Gamepad, das kann man jetzt nicht sehen, aber ihr geht doch, ihr seht das hier sogar, ihr geht beim Gamepad auf das unterste, nämlich QR-Code und Bilder. Dann geht ihr seht das da hier auf dem Gamepad, auf QR-Code, Mii als QR-Code speichern. Dann bräuchtet ihr eine SD-Karte, auf die das Bild gespeichert wird. Dann müsst ihr die SD-Karte der letzten noch einen PC schieben und dann habt ihr das Bild. Also ist gar nicht ein bisschen umständlicher. Ich habe keine SD-Karte drin, deshalb funktioniert das nicht, aber so wird das funktionieren. Ich werde dann die QR-Codes eben einlesen und dann eure Miis verwenden und sagen, was verwende ich die für Tomodachi Live? Will ich die einbauen? Das ist ein cooles Projekt, was ich dann nämlich morgens schon starte, wo ich immer wieder dann nach und nach eure Miis einbaue und dann möchte ich es eben in Tomodachi Live dann mit euren Miis spielen. Und die dann eben Abenteuer erleben lassen in Tomodachi Live. Das ist mein Plan, so wird das Ganze ablaufen. Und das war es dann auch mit dem kleinen Infovideo, wo ich es einfach gesagt eben erklären wollte, wie ihr eben eure Mii's hochsetzen könnt. Macht das bitte bei Fragen jederzeit ab in die Kommentare. Ich bedanke mich ganz herzlich beim Zuschauen. Macht's gut und ciao!